So, good morning in the morning, meine Lieben. Welcome to a new vlog. Wenn ihr fragt, wie ich geschlafen habe, schrecklich gar nicht. Ich habe voll den Jetlag. Und ich habe meine Umhängetasche nicht gefunden, die ich sonst immer dabei habe, die schwarze. Und jetzt habe ich die Bauchtasche. Und das Wichtigste vergessen, die Maske. Ja, wir suchen jetzt das Frühstück und genau. Und ja, genau. Also wir gehen jetzt frühstücken. Dann müssen wir uns Wasser holen, weil 0,5 Flaschen Wasser sind zu wenig. Ich konnte meine goldene Milch nicht trinken, weil ich kein Wasser mehr hatte. Ja, genau. Das. Wohin? Nein? Geradeaus, wenn überhaupt. Ja, also ich bin voll müde. Dementsprechend sehe ich auch aus. So fühle ich mich auch. Also heute Frühstück. Ich bin gespannt, wie es wird, weil das Zimmer finde ich gut. Ich muss sagen, das Hotel hat wirklich schlechte Bewertungen im Internet, was ich bisher nicht verstehen kann, weil die Zimmer sind in Ordnung. Aber nun gut, wir nehmen euch jetzt mit zum Frühstück. Dann holen wir Wasser und dann mal gucken, was wir machen. Ja, ich habe gehört, hier soll es richtig überfüllt sein. Oh mein Gott, wir sind im... Oh Gott, soll ich euch sagen, wo wir sind? Wir sind im November. In the stillness somewhere above, the city lights, you're falling in love. Still you were lost and this is a clue. Love is forever, love is forever. To believe you gotta let go. Light as a feather, light as a feather. Lucid dreaming over Tokyo. So Leute, jetzt laufen wir zum zweiten Mal zur Rezeption, weil wir Wasser brauchen. Und zwar keinen Becher, sondern eine Flasche Wasser. Und für Wasser muss man sich anstellen, was mir gar nicht gefällt. So, also das Frühstück war okay gewesen. Es ist sehr voll, also sehr groß. Ich habe, glaube ich, 7 Pools gezählt. Riesengroße Anlage. Ich bin so müde. Und Frühstück war okay, aber man muss sich anmelden, also muss eine Zimmernummer sagen. Da muss man eine Maske tragen und man kriegt so einen Handschuh, damit man alles mit dem Handschuh drauf tut. Aber man schwitzt schon unter dem Handschuh, das ist, finde ich, jetzt auch nicht sehr hygienisch. Aber nun gut. Es war okay, also das Standardfrühstück, was es eigentlich immer so gibt, nichts Neues für mich jetzt. Für Wasser gibt es jetzt auch nicht, dass man sich da Wasser holen kann, man muss sich Wasser bestellen. Ich weiß nicht, warum da keine Flaschen Wasser rumliegen. Naja, egal. Wir holen uns das Wasser. Ich brauche meine goldene Milch ganz dringend. Und dann gucken wir. Dann gucken wir, was wir machen. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt den Balkon. Oh mein Gott, ist das warm draußen. Das schaut hier so aus. Also wir sinken riesen groß. Boah, das ist schon kochend heiß draußen. Und ich filme auch kurz nach draußen. Oh mein Gott, guck mal, wie voll das ist. Also das ist der Ausblick aus dem Balkon. Das ist hier ein Pool. Wir sinken schon sehr voll. Strahlend blauer Himmel. Und
Ja, das ist die Aussicht aus dem Balkon. So, hallo meine Lieben. Ich muss euch sagen, ich muss mich wieder ans Vloggen gewöhnen. Irgendwie ist mir das unangenehm, wenn hier so viel los ist. Aber nun gut, ich gehe zum Strand. Meine Tante ist da schon. Sie hat mir den Standort zugeschickt. Ich habe gesagt, schicke mir den Standort, ich komme dann. Ich habe gesagt, ich brauche noch ein bisschen Ruhe. Ich wollte alles in Ruhe machen. Ich habe Musik gehört. Ich habe mich eingecremt. Ich habe meine goldene Milch getrunken. Genau, das war auch wichtig. Und jetzt geht es mir schon besser nach der goldenen Milch. Ja, wir haben immer noch kein Wasser. Ey, das regt mich so auf, kein Wasser zu haben, ne? Dass man da so hinterher rennen muss. Wir haben jetzt nochmal bei der Rezeption angerufen. Die haben gesagt, die bringen uns Wasser. 3 Stunden später, wir haben immer noch kein Wasser. Wir haben der Putzfrau einen Zettel da gelassen mit der Bitte, uns Wasser da zu lassen. Wir haben hier Trinkgeld da gelassen. Mal gucken, ob das was wird. So, und ich gehe jetzt zum Strand. Und oh mein Gott, ist das voll. Das ist richtig voll, du. Mal gucken, ob ich meine Tante finde. Mal gucken. Ah, ich freue mich schon, aber ich kann heute nicht ins Wasser gehen. Ach, ich wollte euch noch was erzählen, aber das kann ich auch nicht machen, wenn meine Tante dabei ist und ich bin schon da. Also erfahrt ihr es vielleicht morgen erst oder später. Ich bin nämlich schon da. Hallo, wir sind unterwegs und ich bin mit meinem Outfit gar nicht zufrieden. Aber egal, wir sind jetzt hier raus aus dem Hotel in einem anderen Ausgang. Und hier ist so eine kleine Stadt mit Läden. Und da gehen wir jetzt hingucken. Ja, und die Leute gucken mich schon alle so an. Also hier läuft überall Musik, aber ich kriege hier Probleme mit der Musik. So Leute, oh mein Gott, wir haben den ersten Ausflug gebucht. Eigentlich wollte meine Tante nur mal Genete kaufen. Dann hat sie gesagt, wollte er uns irgendwie noch so Bilder andrehen, dann wollte er uns so Stühle andrehen. Und wollte, hat meine Tante gesagt, so, ja, vielleicht für meinen Garten, hat sich beraten lassen mit den Stühlen. Und dann ging es weiter zum Ausflug. Ich so, dann hab ich ihn gefragt, ob er auch Ausflüge anbietet. Und er meinte so, ja. Dann hat er uns jetzt eingeredet. Und meine Tante ist nicht so begeistert, weil sie nicht vertraut, weil sie denkt, die verarschen uns. Ich so, nein, das machen die nicht. Ich habe gesagt, wir zahlen morgen vor Ort, wenn wir da sind. Und nicht sofort, damit wir auf der sicheren Seite sind. Weil wir dachten, dann stehen, was ist mit 30 Leuten? Dann stehen die 30 Leute hier und dann sehen wir das ja und dann bezahlen wir. Aber die 30 Leute
sind morgen nicht da. Hier, wir werden mit dem Taxi abgeholt und die 30 Leute sind auf diesem Katamaran. Und das machen wir morgen. Katamaran und was war das noch? Sauna-Tours. Und ich bin gespannt, ich war sofort Feuer und Flamme und meinte so, wir müssen das machen, das ist seriös. Die wollen ja auch ihr Geld verdienen und meine Tante ist, hat nicht so Bock drauf. Aber das heißt, morgen nehme ich euch mit, morgen passiert was mega Geiles. Ich freue mich schon. Das wird mega, Leute. Ihr könnt euch von Katamaran, großes Schiff mit 30 Leuten, zu Corona-Zeiten. Yes. Yes. So Leute, das war's wieder mit dem heutigen Tag. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das Essen war okay. Also das Essen ist okay. Ich habe heute versucht, für euch abzufilmen. Wir waren einer der ersten da gewesen, aber das kann ich nicht öfter machen. Das geht nicht. Da sind so viele Leute. Und das klappt einfach nicht. Da ist zu viel los. Also hier ist wirklich Massenabfertigung, kann man sagen. So voll überall. Das Essen ist aber eigentlich ganz okay. Dann, aber wenn ihr reinkommt, müsst ihr halt, also die misst Fieber mit so einem Gerät am Handgelenk immer einfach so, die guckt ja gar nicht drauf, dann fragt sie immer nach der Zimmernummer. Dann nehmen wir so einen Plastikhandschuh, dann musst du immer mit dem Handschuh die Zange und dir dann was drauf tun. Ach, und mit Maske. Ach, Maske ist auch noch bei der Hitze, wo ich mir denke, Alter. Oder wenn du dir draußen was zu trinken holst, immer mit Maske. Boah, das finde ich am schlimmsten, weil das total unnötig ist, aber nun gut. Essen war okay, nur mir fehlt da, also was mir persönlich fehlt, sind die Pommes Fritz, die es überall gibt. Gibt es da irgendwie nicht, obwohl ich bei Leuten auf dem Teller Pommes gesehen habe, aber am Buffet gab es keine Pommes Fritz. Und das macht mich traurig, weil ich liebe Pommes über alles, ja. Und was noch? Ja, aber das Essen sieht ganz gut aus. Wie gesagt, habe ich euch mal abgefilmt, damit ihr euch das mal so vorstellen könnt. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zur Katamaran-Tour. Abonnieren, kommentieren, Daumen hoch, damit die Kasse klingelt. Ka-ching! Und bis morgen! Tschüssi!